Video. Heute drehen Olli und ich drei gesunde Snack-Ideen. Olli ist übrigens hinter der Kamera. Moin. Und filmt das alles ein bisschen. Und ja, wie gesagt, drei gesunde Snack-Ideen, die super schnell sind, super lecker und dazu noch gesund. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht viel, sondern wir legen direkt los. Fürs erste Rezept brauchen wir eigentlich nur eine Banane und einen Apfel. Denn wir machen gesunde Obstchips, also Bananenchips und Apfelchips, und die gehen super schnell, sind super lecker und vor allem ohne künstlichen Zucker. Und eigentlich, was ihr machen müsst, ist eigentlich nur den Backofen auf Ober-Unterhitze, so 200 Grad vorheizen, und dann geht's los, dass wir die Banane und den Apfel in sehr, sehr dünne Scheiben schneiden. So, und das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr die Bananenchips immer gut im Blick habt, weil wenn ihr die zu dünn schneidet, kann es auch sein, dass die vielleicht eventuell anbrennen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Aber ich kann euch auf jeden Fall eins sagen, dass es mega gut bei euch zu Hause riechen wird. Das riecht dann wirklich wie so, ich weiß nicht, Apple Crumble. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen, wenn ihr das fertig habt, könnt ihr es natürlich so als Snack essen oder aber auch auf dem Porridge oder Smoothie als Topping. So, und das gleiche machen wir eigentlich mit dem Apfel auch. Ich schneide das jetzt so rund quasi, nicht so, wie ich normalerweise einen Apfel schneiden würde. Ja, deswegen einfach das vordere und das Ende abschneiden. Und dann ja, einfach versuchen, in so dünne Scheiben zu schneiden, wie es geht. Ist beim Apfel ein Tick schwieriger, aber funktioniert auf jeden Fall auch. So, das war es eigentlich auch schon im Prinzip. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist, das auf dem Backpapier, also nicht übereinander zu legen auf dem Backpapier, sondern wirklich einzeln drauf zu legen, damit es auch kross wird. Und optional ist dann noch ein bisschen Zimt. Könnt ihr auch gerne drüber streuen, es gibt auch so ein gewisses Extra. Ist aber nicht unbedingt nötig, also es macht auch schon von vornherein einen super süßen und leckeren Geschmack. Für den zweiten Snack braucht ihr eigentlich auch nur zwei Zutaten, und er geht auch so schnell und ist so lecker, Leute. Das schmeckt wie Snickers, also richtig gut. Ja, und dafür braucht ihr eigentlich nur Datteln. Da würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, welche zu kaufen ohne Kern. Erspart ihr euch schon sehr viel Arbeit. Und Mandelmus. Ihr könnt auch Erdnussmus nehmen oder irgendeinen anderen Mus, auf den ihr Bock habt. Ich muss sagen, Mandelmus hat es mir angetan. Deswegen würde ich sagen, machen wir es jetzt eigentlich einfach. Und so nimmt ihr einfach die Datteln raus und schneidet sie auf einer Seite ein. Und dann befüllt ihr das mit dem Mus und friert es dann im Endeffekt ein. So, kommen wir auch schon zum dritten kleinen Snack. Und zwar braucht ihr dafür auch wieder nur zwei Zutaten. Also es geht auch super fix. Und zwar ist es wieder eine Banane. Diesmal benutze ich Erdnussmus. Und zwar in Crunch. Und ihr braucht dann eigentlich nur noch Zahnstocher oder irgendwas, womit ihr die befestigen könnt. Und zwar machen wir jetzt Erdnuss-Bananen-Sandwiches. Let's go! Das Einzige, worauf ihr achten müsst bei dem Snack, ist, dass ihr die Bananenscheiben jetzt ein bisschen dicker schneidet, damit das ja, auch gut hält und damit man auch irgendwas im Mund hat. Super lecker, sondern auch gesund, weil die Erdnussbutter liefert nochmal
ja, aus der natürlichen Basis, ein paar Proteine und ja, wenn man eine süße Alternative braucht, ist das auf jeden Fall das, was ihr euch geben solltet. So, für den nächsten Snack braucht ihr eine Melone. Ihr könnt aber jede Melone nehmen, die ihr wollt. Dann braucht ihr Mandelmus, ein bisschen Müsli und eine Banane. Das Gute bei dem Rezept ist, dass ihr eigentlich immer so die Zutaten wählen könnt, die ihr wollt. Denn wir werden jetzt kleine Melonen-Sandwiches machen. Und es eignet sich nicht nur gut als Snack, sondern es ist auch mega als Frühstück. So, als letzten Snack machen wir jetzt das French Toast und das könnt ihr auch zum Frühstück essen. Das liegt ganz an euch, wie viele Toast ihr am Ende euch macht. Für die Base braucht ihr eigentlich Toast. Ihr könnt jedes Toast nehmen, was ihr möchtet. Wir haben jetzt Protein-Toast, das hat 20 Gramm Protein auf 100 Gramm. Das ist sehr, sehr gut, das findet ihr eigentlich in jedem Lebensmittelladen, müsst ihr mal nachgucken. Dann braucht ihr 3 Eier in der Größe M und ein bisschen Milch. Wir haben jetzt hier Soja Light, das ist eigentlich schon die Base. Ich würde sagen, in die Pfanne machen wir jetzt ein bisschen Butter. Ihr könnt auch Kokosöl nehmen, was ihr zu Hause habt. Let's go! Das könnt ihr gerne so ein bisschen einfach vor sich hin braten lassen. Und derzeit würde ich sagen, konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Toppings. Denn wir werden jetzt Banane anbraten. Einfach in Scheiben schneiden und ja, auch gerne ohne Öl, Fett oder sonstiges einfach so in die Pfanne legen, damit die so ein bisschen ja, anbraten. Das zeigen wir euch dann später. Das riecht so geil, ne? Ja, echt. So als Topping, Leute, ich schwöre euch, es ist so, so gut. Das ist jetzt halt so ein bisschen süß, es schmeckt so ein bisschen wie Pancakes, aber wenn ihr jetzt Lachs drauf macht, das ist einfach so lecker. Also wer dieses süß-salzige mag, für den ist es echt perfekt. Ja, ich nehme jetzt einfach hier eine Scheibe, lege sie einfach nur drauf. Nehmen wir jetzt hier die gebratenen Bananen, servieren die da oben drauf. Dann kommt da gleich noch ein bisschen Kokosnussraspeln drauf und anschließend toppen wir das noch ein bisschen mit Mandelmus. Das ist wirklich der Hammer. Wenn ihr irgendwas nachmacht, dann taggt uns gerne irgendwo auf Instagram, dann reposten wir das und wir freuen uns mega auf euer Feedback. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüss!